Moin zusammen, wir hüpfen jetzt eine Runde nach Willow, wieder mal mit zwei Beweisen und mal schauen, ob unser heutiger letzter Geist uns gut gesonnen ist oder nicht. Breaker ist schon mal im Keller, Ghost Event, Motion Sensor und Crucifix. Okay. So. Kurz abwarten, damit es keine Lags gibt. Ghost Object, okay. Gleich wieder da. Okay, wir müssen leider vorzeitig reingehen, weil mal wieder die Tür zu früh angefasst wurde. Weil der Geist schon aktiviert ist. Ja, wir haben hier ein Versteck. Okay, machen wir uns mal auf in den Keller. Lichtschalter gehört, aber ich glaube nicht, dass das der Geist war. Ja, Versteck im Wohnzimmer. Hier beim Breaker unten ist auch ein Versteck im Keller. So, mal schauen. Hier ist nix. Haben wir hier einen Knochi? Da ist kein Versteck. Kein Knochi. Der hat hier unten die Tür angefasst, der ist im Keller. Such du weiter den Knochen, ich versuche die Items runterzuschaffen. Was jetzt natürlich ewig dauern wird, weil die meisten noch im Truck liegen. So, es ist auch keine Fotokamera da. Der Knochen ist hier im Wohnzimmer, neben dem Bewegungssensor, direkt an der Tür. Okay. Wo er genau ist. Ist er jetzt im Flur oder in dem Raum hier, wo an der Tür war? Komm, Temperatur, sag's mir. Du bist hier drin. Okay. So, den können wir abdecken und wir können hier vorne den Bereich abdecken. Okay. Okay, Kruzis liegen. Ich versuche, die restlichen Items dann zu bringen. Also der ist unten im rechten Lagerraum im Keller. Du musst jetzt schön gehen, du musst jetzt erst immer mit Keller latschen. Ja, ausgerechnet jetzt, wo wir nicht alle Items vorbereitet haben. Das wird jetzt ewig dauern. Haben wir denn Versteck im Keller? Ist das schon? Ja, hinter den Tonnen beim Breaker. Ich nehme erstmal ein EMF und eine Fotokamera mit. So. Bis wir das alles drin haben. So. Deshalb mache ich das ja lieber mit der Vorbereitung. So, da liegt schon ein EMF. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Show yourself. Where are you? Hast du jetzt was geworfen? War das nebenan? Okay, ist schon vorbei. Ach, das hier. Okay. Der reached mal wieder durch die Wände. Ja, lassen wir das Licht erstmal an. So. Okay, ja, hier kann das Licht ruhig ausbleiben, das ist ja nicht so kritisch. So, ach, die Bücher kann sie ja dann schon mal reinbringen. Ich hoffe, sie nimmt die jetzt auch, wenn die so da liegen. So, ich schnappe mir jetzt Videokamera und dort, ich kann ja leider nur eine nehmen mit dem Tripod. Die normale Aktivitäten von dem Geist. So. Wenn wir zwei Lots nehmen. Na komm, nehmen wir Salz. Ja. Ein paar extra Fotos. Hat das eine Foto eigentlich jetzt gezählt? Ja, hat es.
das auch nicht gefunden. Ja. Natürlich nimmt sie nicht die Items, die ich nach vorne gelegt habe. Es ist irgendwie mal komisch mit den Kameras hier, mit diesem zweiten Bildschirm, den die erzeugen. Da geht auch immer die Leistung was runter. Und die Fotokameras sind noch schlimmer als die Videokameras. Warum auch immer. So, schauen wir mal. Haben wir einen Orbi hier? Ich sehe keinen. Ich stelle ihn mal so hin, dass wir auch die Tür sehen können. Falls es ein Yuri ist. Habe ich jetzt keinen Dots mitgenommen? Wo ist denn der Dots hin? Hä, ich dachte, ich habe gerade einen Dots mitgenommen. Irgendwie ist der nicht da. Komisch. Das ist echt doof, ey. Ich bin aber auch verfressen, die Geister. Hallo. Nimm mal die Bücher und die UV-Lampe noch mit. Ich muss jetzt den ganzen Weg zum Truck latschen. Tut mir leid, Leute. Ist ein bisschen langweilig vielleicht gerade. Für euch ist einfach nur Hin- und Herlauferei. Passiert aber auch noch nicht viel mit dem Geist. Er latscht durch die Sensoren, aber das war's auch schon. Event? Ich habe keine Fotokamera gehört, schade. Der Geist hat vielleicht das Licht kaputt gemacht. Nee, das Licht geht noch. Okay. Ich habe gerade Fußspuren gesehen vom Geist. Aber sind schon wieder weg. Leute. So. Okay, dann versuchen wir mal ein paar Fotos zu sammeln. Bis jetzt haben alle Fotos gezählt. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Warum ist hier kein Sensor drin? Mensch, was machen die denn alle hier draußen? Ich muss doch sehen, ob der Geist da rumläuft. Dafür sind die Dinger doch da. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you a child? Are you old? Where are you? Show yourself. Give us a sign. Der macht jetzt gerade irgendwie gar nichts. Okay, der ist hier in das Salz einerseits gelatscht, aber der hat... Oh! Bitte check die Sanity. Wie viel Sanity haben wir? Geh zurück, sag mir mal die Sanity. Ja, ich muss zurückgehen, was? Haben die Fotos gezählt? Ja, perfekt. Wir haben noch gar keinen einzigen Beweis und der geht schon ab. Was ist denn hier los? 44. Okay, normale Hunting Range. Wir haben noch keinen einzigen Beweis. Moment, Gorio vielleicht? Ich guck mal nach Dots gerade, nach Obsession, warte, hier sind. Okay. Oh, shit. EMF5. Wo ist das Buch hin? Der hat doch... Moment mal, der hat doch ein Buch weggeworfen, oder? Da waren doch zwei. Die Beweise sind schon durch. Kein Buch, okay. Der hält sich jetzt gerade aber dran. Okay. Beweise sind durch, mal ein Foto. Keine Orbs, keine Dots. Ist das vielleicht ein Gorio? Komm schon. Shade kann es nicht sein, der hätte ins Buch geschrieben oder es frieren lassen. Sekunde mal, ist das ein Djinn? Djinn ist auch noch möglich. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe das gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, muss ich mal bestätigen lassen. Ach so, ich hab
Wir haben nur noch eine Kruzifix-Aufladung. Der kann jetzt beim zweiten Versuch keine handeln. Okay, wenn ich jetzt hier drin bin, zeigt ein Goryeo keine Dots, aber ein Jin könnte die Fähigkeit an mir benutzen. Deshalb habe ich das EMF jetzt an den Breaker gelegt, hinter mir, damit, wenn er die Fähigkeit benutzt, müsste dieses EMF losgehen. Na komm. Der wieder zu handeln. Ich glaube, es gibt nichts mit Dots. Es gibt nichts. Ja, ich verdünnisiere mich hier mal. Weil jetzt kann er gleich handeln. Oh, die Kerzen müssen ja noch rein. Schauen, ob es ein Djinn ist. Komm hoch. Djinn. War mega schnell. Das ist ein Djinn. Das heißt, das wäre ein Fingerabdruck oder gefrieren, aber der hat ja nichts angefasst. Hat ja keine Tür oder so angefasst. Es ist ein Djinn. Okay. Ich glaube, sie hat ihre Fähigkeit an mir benutzt, als ich noch nicht das EMF da auf dem Breaker hatte. Aber ich glaube, der Beweis, den der versteckt ist, gefrieren. Und ich glaube, der Beweis, den wir kriegen würden, wären Fingerabdrücke. Aber die hat ja jetzt nichts mehr angefasst von den Türen her und sowas, seit ich da unten bin. Und der Breaker war die ganze Zeit an. Ja, jetzt noch mal gucken wegen der Hand. Wir haben ja gar keine Kerzen mehr. Okay, ja, dann muss ich die aus dem Gebäude. Ja, dann bring die mit, dann können wir die noch aufstellen für Willow und die anderen rufen. Hier vorne ist ja direkt ein Versteck. Kannst die dann hier hinstellen für die kleinen Süßen. Ich hab noch kein Feuer. Sie handelt. Geh mal da ins Versteck. Hör mal, wie die jetzt beschleunigt, wenn die mich sieht. So wie die beschleunigt. So kann man auch den Djinn rausfinden, wenn es nicht mit dem Breaker passiert, weil ich habe zu spät dann gedacht, das EMF5 kam auch zu spät. Wir haben ja gar keinen Beweis gehabt. Außerdem, wenn ihr müsst nicht immer so eine Panik schieben, wenn gerade ein Hand war und ihr habt den Geist gesmatscht. Ihr habt 90 Sekunden danach Zeit und die Aktivität ist erhöht. Das heißt, er wird euch auch Ghost Events vielleicht geben und so. Aber er kann für 90 Sekunden nicht handeln, außer der Demon für 60 und der Spirit für 3 Minuten. Also easy peasy. Okay, kannst rauskommen oder willst du übernachten? Warum denn? Das ist schon gemütlich hier. Ich kann dir ja noch die Fernbedienung bringen und einen Kaffee. Steht ja da alles parat. Genau, passt doch. So. Das war eine 3 schöne Runden, ne? Nein. Ja. Ja, ist doch gut gelaufen. Das war nicht immer perfekt, aber wir haben immerhin überlebt. So, okay. Hast du Gin eingetragen? Yes. Okay, dann abfahrt. Und? Da seht ihr wieder ein schönes, sauberes EMF5. So. Und das war's auch eigentlich schon soweit für heute. Tada, sie ist ein Djinn, weil die so mega beschleunigt hat, als die mich gesehen hat.
Das sind die Stats. Er hat einmal seine Fähigkeit auf mir benutzt. Deshalb war meine Sanity so schnell runter. Und ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.